die Pogromnacht von 1938. Dieser Pogrom war der Übergang von Diskriminierung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung zur systematischen Verfolgung und führte unmittelbar zur Ermordung von 6 Millionen Juden. 85 Jahre ist es her, dass auch in Hof Scheiben brachen, Feuer gelegt, das jüdische Gotteshaus zerstört, Familien getrennt und aus dem Leben gerissen wurden. 85 Jahre danach stehen wir hier am Hallplatz erneut zusammen, am Ort der ehemaligen Synagoge, weil diese Ereignisse real sind.